Qual mit unserer Küche. Ich könnte mal meinen Koch und meinen Brauer mal wieder an die Arbeit schicken. Five meal repeat. Five meal repeat. Brew drink. Brew drink. Und ja, ich habe gerade den Lederzwerg zu meinem Chef gemacht und der wirft Tantrums. Ich habe ja eigentlich erwartet, dass ich irgendwann anfange, Tantrums zu werfen. Meine Laune war auch schon eine ganze Weile bei Null. Und ich verwese. Nein, tut mir doch sowas nicht an. Jetzt verwese ich da oben. Wen interessiert die blöde Büffelkuh? Es ist wirklich schon kommen, dass die Hunde die Welt übernehmen. Beziehungsweise das vor. Ja, guckt euch das mal an. Die Puppies, die werden wieder immer mehr. Von wem wirst du jetzt heimgesucht? Von mir? Ja, ich will ein Geist werden. Bitte macht mich zu einem Geist, dass wir jetzt wenigstens... Ah ja, hallo. Kommt ruhig rein, Jungs. Kommt. Beenden wir die Chose. Versuchen wir es wenigstens noch kämpfend. Squad A. Move hierher. Und den Rest. Military Alerts. Bunkerbefehl. So. Warum auch immer jetzt alle mal wieder so langsam sind. Boah, hier ist es aber, jetzt ist es aber echt langsam. Ich habe so das Gefühl, das liegt an den Trollen. Komm, wir versuchen wenigstens noch den... Wir können den Lever nicht pullen, wir können nur den hier pullen. Und uns wenigstens so Informationen bringen, aber die Trolle sind schon mal auf dem Weg zu uns. Gott, ist das jetzt langsam. Der kommt mit der Berechnung wahrscheinlich nicht richtig hinterher. Ja komm, lock die Trolle in Käfige. Was prügeln sich die Militärzwerge mit den Trollen, bitte? So, Troll weg. Ja genau, beschießt die Goblins. Ja. Um es mal offiziell zu machen. Mal sehen, ob ich das kann. Ja, das war jetzt zu viel. Ne, es war immer noch eins zu viel. So. Ups. So. So, das dürfte es doch ziemlich gut treffen. Hm? So. Kann man es einigermaßen erkennen, dass das da ein N sein soll? Der Fun hat uns jetzt endlich gefunden. Komm, Squad A, kannst dich noch ein bisschen weiter vorbewegen. Move hierhin. Tja, irgendwann wird uns die Munition ausgehen und die lauern da schon auf uns. Ja. Guckt euch das an. So viele. Da sind auch noch ein Haufen Trolle.
Die Trolle sind alle eingesperrt, zum Glück. Gehen wir mal zu 3. Da sind meine restlichen Zwerge. Was ist mit dir passiert? Da liegt immer noch Pigel die rum. Hm. Ja. Guckt euch das mal an, wie viele Invader das sind. Jetzt haben wir eine Liste von über 130. Ja, sehr cool. Und jemand ist erwachsen geworden. Übrigens hat irgendjemand schon mal auf diesen traurigen Ton angesprochen, wenn jemand erwachsen wird. So, unsere Munition ist verschossen. Ich glaube, wir wurden auch schon angeschossen, hä? Open Space? Nee, das ist einfach nur... Achso, das ist der... Farmer wird vermisst. Okay, Squad A. Begibt euch mal dahin. Wir kommen hier nicht mehr lebend raus. Definitiv nicht. Ja, ich wurde tot gefunden. Ich denke mal, das ist Grund genug, dass jetzt alles auseinanderbricht. Übrigens hat jemand meinem Leader die Tür eingerissen. Wahrscheinlich der Berserker. Ja. So Leute, ich denke mal, es ist vorbei. Es ist definitiv vorbei. Ja, mal kurz Pause machen. Ich rezessiere. Wir haben eine riesige Horde vor der Tür. Wir haben keine Chance rauszukommen. Wir haben vielleicht noch Vorräte für ein halbes Jahr. Das würde uns aber nichts bringen, weil die Horde da nicht verschwinden wird. Karawanen werden nicht mehr kommen. Wir werden da drin also einfach entweder verhungern oder kämpfend untergehen müssen. Ja. Mein Anführer ist von einem Berserker getötet worden. Also von einem eigenen durchgedrehten Zwerg. Und wir sind tot. Ich denke mal, das ist das Ende von Staffel 2. Ja, der Fun hat uns erwischt. Gut, der Plan für die Zukunft ist, ich habe ja eine Swap-Umfrage gemacht. Und bis jetzt scheint die eindeutig dazu zu tendieren, dass wir in der nächsten Staffel die Masterwork-Mod, die Masterwork-Version benutzen werden. Also noch mehr Zeug und noch mehr Fun. Ja, das Ende stört mich da ein bisschen. Das müssen wir anders machen. So vielleicht. So. So oder so ähnlich. Sieht schon fast besser aus, würde ich sagen. Fast so. Ja, so. Na, wie auch immer, das soll ein Ende sein. Also ja, ich mache jetzt mal einen Vorausblick. Staffel 2 ist jetzt wahrscheinlich hiermit offiziell zu Ende. Staffel 3 wird es jetzt erstmal eine kleine Pause geben mit dem Dwarf Fortress. Also keine Panik, Dwarf Fortress ist nicht aus der Welt.
Dwarf Fortress wird noch eine ganze Weile weiterlaufen, also mindestens noch 3 Staffeln, das verspreche ich. Nur, ich muss mich jetzt erst einmal ein bisschen in die Masterwork-Mod reinarbeiten, mal so ein bisschen privat gucken, was sich da so getan hat. Also was da so alles dazugekommen ist, was ich beachten muss. Damit werde ich gleich nach 20 Folgen oder so schon den Fun in der ersten Staffel am Hals haben. Also völlig blind möchte ich mich da nicht reinstürzen. Ich möchte sehen, was auf mich zukommt. Deswegen wird es jetzt ein kleines Zwischenprojekt geben. Wie ihr ja in meinen News gesehen habt, habe ich ja jetzt vor, auch Strategiespiele als Projekte zu machen. Deswegen werde ich ein kleines Strategiespiel dazwischen einschieben. Und dann wird es mit Staffel 3 von Dwarf Fortress weitergehen. Versprochen. In der Masterwork Edition. So. So viel dazu für den Vorausblick. Wir bereiten uns jetzt ein Ende. Q. Pull den Lever. Mach die Pause aus. Und lass die Horde kommen. Ja, sie kommen. Sie haben die Brücke genommen. Oh, ein einzelner Zwerg leistet erbitterten Widerstand. Hier vorne. Er hat erbitterten Widerstand geleistet. Trolle tappen in Käfige. Trolle kommen. Sie kommen durch. Sie sind in der großen Halle. Genau, die Karawane der Zwerge ist ausgeblieben. Und da kommen sie schon. Meine Armee wurde geschlagen. Wir haben nur noch ein X-Boat-Zwerg und der liegt wahrscheinlich oben bewusstlos. Genau, auf dem OP-Tisch. Gucken wir mal, wie viel Widerstand die Hunde noch leisten werden. Die Goblins dringen ein. Wow, die Hunde wurden niedergemacht. Und überall Todesschreie. Sie haben die große Halle genommen. Ja. Und die Musik spielt verrückt. Ja, mein neuer Natalida versteckt sich. Hat sich versteckt. Ja. Und Joker ist Major geworden, weil mein letzter Leader niedergestreckt wurde. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis sie die Zwerge da oben finden. Na, bis jetzt haben sie noch nicht gefunden. Und sagt bloß, die heben jetzt die Belagerung auf. Nein, sie kommen. Sie kommen.
Ja, da kommen sie. Und zwar alle. Ende. Deine Stärke wurde gebrochen. Saving World, Offloading Units. Das war es mit unserem Vor. Wir könnten es noch mal besuchen gehen, gucken, wie es jetzt dort aussieht. Das würde mich schon interessieren, wenn ich wüsste, wo das Vor war. Aber ich weiß es leider nicht mehr, muss ich zugeben. Ich weiß nicht mehr, wo wir uns niedergelassen hatten. Hier ist eine Festung des Bösen. Im heimgesuchten Gebiet. Tja. Oh, und ich mache einfach groß R für Reclaim. Genau, toss it. E Reclaim. Kann ich euch das auch noch mal kurz zeigen? Jo. Machen wir einfach mal Play Now. Und willkommen in Tossit. Es hat sich einiges verändert. Also ich denke mal... Ja, guckt euch das an. Hier sind Sachen eingestürzt. Hier leben sogar noch Trolle und Goblins. Die freundlich sind. Ein Untoter, Alligatoren und Hippos. Ja, schaut euch das an. Die Goblins haben sich hier sozusagen eingenistet. Aber von den Hauptteilen ist nichts mehr übrig geblieben. Nur die Eingangsbereiche. Ab hier ist alles eingestürzt, seht ihr? Die haben sich hier unten irgendwie eingenistet. Die sind freundlich. Das wundert mich irgendwie ein bisschen. Wer liegt denn da? Irgendwer. Hier haben sie sich sogar eingerichtet mit einem Bett und allem. Also ja, ich habe das selber noch nie gesehen, wie das aussieht, wenn man ein Vor reclaimt. Aber jetzt wissen wir ja alle, wie das aussieht. Ziemlich kaputt. Ja. Tja. Gut. Wir abandonen das Fortress. Ja. Das war's dann erst einmal mit der zweiten Staffel von Dwarf Fortress. Wie gesagt, es gibt jetzt erstmal eine kurze Pause und dann starten wir in Staffel 3, sobald ich mir die Masterwork Edition Mod, wie auch immer, mal angesehen habe. Also, danke fürs Zusehen von Staffel 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns bei Staffel 3 wieder. Oder bei meinen anderen Projekten. Also, bis dann.